Ja, die Mühle selber gibt es seit 400 Jahren. Die Holzeinrichtung wird, kann ich nicht sagen, aber sicher 200 Jahre sicher sein. Und da hängt jetzt ein Jägerwurzelstuhl oben, ein Aufzug, das ist sicher 50 Jahre alt. Leicht, wenn nicht älter. Ne? Ja, die Riemen, die brechen, muss ich sagen, es ist nicht so tragisch. Aber jetzt seit 2 Jahren, wo ich das jetzt habe, schreckt es mich nicht ab, dass die Riemen reißen eigentlich. Da haben sie die Mühle eigentlich verewigt. 20. Jänner 1896. Aber genau. Da haben wir den Herrn Trommler, Rainer. Trommler, ja. Kessel. Auf das Grobe über. Da ist ja der dritte Schrott. Das sind dann die Rüffel, die Walzen, die laufen ineinander. Da drüben ist eine Glattwalze. Da läuft die Malung. Derzeit 700 Tonnen Getreide. Das ist jetzt die zweite Etage. Das Obdach in der Mitte, der Silo. Und jetzt läuft zum Beispiel links das Schüttgut in den Plansichter, in den Wurzelstuhl, über den Plansichter. Und das grobe Material geht wieder auf der rechten Seite beim leeren Silo rein. Und wenn das links fertig gelaufen ist, dann kommt der zweite Gang. Und so wird das immer hin und her geschalten. Früher mal haben sie alles eigentlich mit Säcke abgehängt. Das ist, da oben läuft jetzt der Plansichter, der was das ausschüttet. Da ist alles in Säcke abgehängt worden. Und wenn der Durchgang durch war, dann haben sie es mit der Hand wieder oben reingeschüttet. Eigentlich. Es waren mal bis zu 18 Leute in der Mühle beschäftigt. Ausspucken auf den Boden ist verboten. Spuckverbot. Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Das Dokument ist vom Bürgermeister von Enhausen aus dem Jahre 1904. Eine Gemeindeverordnung. Oder auf normal nur hier aufgehen. Kein Mitarbeiter. Die sind immer oben, weil die sieben oben das aus. Und dann und da unten fällt das eigentlich runter. Ne? Da sind 14 unterschiedliche Siebe drin. Von grob bis ganz fein. Ne? Da hinten sieht man vielleicht noch die Grießmaschinen. Wir haben probiert, da zum Beispiel so werden bei uns die geknüpft. Die werden so verbunden. Mit so einem Lederbandel. Holt sehr gut. Es kann nur passieren, dass es sich hinten anscheiert durch den Laufen, durch den Film laufen, dass es sich hinten abscheiert. Aber sonst, das sind jetzt zum Beispiel die Grießmaschinen. Tragen tun das eigentlich nur der Bambus. Ja, hin und wieder geht der Riem ab, aber dann sieht man es halt, dann staubt es so aus und dann muss das wieder entfernen. Dann wird der Riem auch gleich und, ja. Und man fährt schon wieder los. Ja.